Wir haben jetzt 7:30 Uhr. Es ist Dienstag, der 10. Mai. Tag 15. Und ich habe jetzt gerade das Toasterhaus verlassen. Ich hatte viele Leute da. Die meisten mussten im Zelt schlafen, so wie ich auch. Es haben, glaube ich, 1, 2, 3, 4 oder so Zimmer. Nicht so viel. Internet hatte ich auch keins. Ich habe nie keine Fotos verladen auf Status oder so. Ja, Pie hatte ich gestern. Also Kuchen. Drei verschiedene Sorten. Irgendjemand hat die gestern vorbeigebracht. Ich glaube, 5 Blech voll Kirchen. Ja, duscht. Ready to go. Richtig Grants. Irgendwie 75 Meilen oder was. Viel Straße wieder. Ja, und in Grants gibt es die Bananen Pause. Heute geht es den ganzen Tag an der Straße entlang. Aber ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es die ganze Zeit eine unbefestigte Straße ist oder ob es ein Teilstück Asphalt gibt. Auf Anfang ist es jetzt wieder langweilig an der Straße entlang. Ja, da muss ich jetzt durch. Es ist jetzt 1:30 Uhr. Ich war eine Stunde bei der TLC Range. Da hatte es ein altes Hütchen, wo wir ein bisschen Schatten hocken konnten. Und es hat Wasser gehabt. Ich habe dort jetzt Mittag gegessen. Und jetzt das Wasser wieder gefüllt. Dann liegt die Äxte mitgenommen. Weil die Wassersituation ist jetzt ein bisschen schlecht. Man weiß es nicht genau, ob es jetzt in 12 Meilen Wasser gibt oder 16. Die haben ein bisschen mehr mitgenommen. Also, ich will schauen. Wie interessant, dass der nächste Abschnitt wird. Beobachte diese eine. Hoi! Willst du mitkommen? Hä? Also komm, wir gehen! Es ist jetzt 6:30 Uhr. Und ich bin immer noch unterwegs. Hat sich gerade noch einen angehalten im Auto. Mit dem Schuss gerettet. Er hat gefragt, ob ich eine Banane will. Er hat mir eine Banane gegeben. Gut, jetzt ist schon wieder so eine Flucht, die man sonst nicht dabei hat. Frische Sachen. Und er hat mir dann ein bisschen erklärt, was da auf mich zukommt, wo das nächste Wasser ist und so. Dass ich gerade vor einer Meile eigentlich schon ein heikel mit einem geredet. Und da hat schon recht mehr ausgesehen. Im Gegensatz zu mir, hätte ich gemeint.
Ja, ich gehe jetzt noch. So ungefähr 3 Meilen ins Wasser. Gute Stunde, etwas mehr. Halbe 7. Dann wäre es 7:30 in die 8 Uhr, um das Nachtessen. Und dann schauen. Dann gehe ich wahrscheinlich noch ein bisschen. Die Stirnlampe führen. Weil in 3 Meilen komme ich auf die Asphaltstrasse. Weg vom Schotter und der Rest. Bis nach Grenz ist nachher alles Asphalt. Wenn ich das am Abend noch etwas machen kann, hat sicher weniger Verkehr, ist weniger heiß. Ich denke, das ist auch nicht schlecht. Aber wir schauen, wie es geht. Ich suche die Bananen und gehe zum nächsten Wasser. Gestern Abend noch gelaufen bis um 10:45 Uhr. Und dann bin ich jetzt an dem Picknickplatz gekommen mit WC-Häusli. Und dann bin ich in dem WC-Häusli geschlafen. Es hat gar nicht gestunken oder so, am Häuslinge. Es war sehr warm. Und ich bin jetzt... habe mich jetzt da verzogen aus dem Häusli, bevor die erste Kundschaft kommt. Mittlerweile ist es 17:45 Uhr. An dem heutigen Mittwoch, 11. Mai. Und somit Tag 16 von meiner Wanderung. Ich habe jetzt Hunger. Ich gehe jetzt ein Picknicktisch davor und etwas zum Morgen machen. Es ist jetzt 9:45 Uhr und ich bin beim Natural Arch Steinbogen. Ich bin oben die Mesa hergelaufen und dann messe da oben Stock und Stein ab. Und warte jetzt hier und hoffe, dass mich jemand mitnimmt nach Grenz. Ich mag nicht mehr vom Asphalt laufen. Ich habe genug.
Es ist jetzt 11.25 Uhr. Und jetzt hat es doch noch geklappt. Mit zweimal zwei verschiedenen Autostöppeln bin ich jetzt kurz vor Grants. Außerhalb sind die neuen Hotels. Also Hotelketten vor allem sind draussen. Ein bisschen außerhalb von Grants. Dort gehe ich jetzt noch hin. Es ist 10 Minuten jetzt laufen. Das mögen wir jetzt noch. Aber in Grants mache ich jetzt ein bisschen Pause. Morgen mache ich gar nicht. Dann geht es erst am Freitag weiter. Die Route 66 geht durch Grants. Es hat also ein bisschen historisches in der Zentrum.